Hallo YouTube. Also, ich werde jetzt ja nun wieder verstärkt etwas Endzeit spielen. Und da alle gesagt haben, Nerf-Modding ist nichts Großes, werde ich heute mal in Echtzeit eine Nerf-Hammershot mit einem Modding-Kit von Blaster Parts versehen. Feder, Hammer und Abzug. Und damit wir alle was zu lachen haben, mache ich das Ganze mal in Echtzeit vor euren Augen. Mal gucken, ob es wirklich so einfach ist, wie alle immer sagen. Dieses Set enthält also etwas Schmierfett, dann eine neue Feder, den neuen Hammer und den neuen Abzug. Jawohl, das kann weg. Hammer, Feder, Abzug und eine bebilderte Anleitung. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, fangen wir an und schauen wir einfach mal, ob es wirklich so einfach ist, wie alle sagen. Ich habe mir natürlich einige Videos angeschaut, wie das Ganze in der Theorie funktioniert. Habe mir entsprechend etwas Werkzeug zusammengesucht, was ich dafür brauchen könnte und schaue jetzt einfach mal, was passiert. Viel Spaß beim Zuschauen. Also als erstes alle Schrauben lösen. Das sollte zu machen sein. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mit so kleinen Schrauben hantiert, habe ich immer ganz gerne, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, Neodym-Magnete an meinen Schraubenziehern. Das hilft also dabei, die Schrauben sauber zu entfernen und in eine kleine Kiste zu packen, ohne dass sie durch die Gegend fliegen. Alles abheben lassen. Da kommen uns die ersten kleinen Teile entgegen. Sehr schön. Das saß irgendwie so. Gut. Alles klar. Das kann erstmal zur Seite. Jetzt haben wir alles offen. Ach, ja, passender Schraubenzieher, ganz wichtig, damit man die kleinen Schrauben nicht vermurkst, die wollen wir ja später noch benutzen. Entnimm den Kolben, Plunger, den Hahn und die Federaufnahme sowie den Abzug. Ja. Da sind noch mehr Schrauben. Alles klar. Also nehmen wir doch mal ganz optimistisch diese Schrauben gleich mit los. Nehmen wir das hier mal ab. Aha. Gut. Und jetzt sollen wir entnehmen den Hammer, den Abzug. Da ist eine kleine Feder drunter. Und das hier alles. Naja, nehmen wir erstmal die Stifte raus. Das dürfte das Ganze etwas einfacher gestalten. So. Ups. Das ist die alte Feder. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt also der Hammer mit den beiden Stiften. Die soll man jetzt vorsichtig von einer Seite aus mit dem Hammer hinausschlagen. Wie man hier sieht, die sind auf der einen Seite etwas angeraut. Ich müsste also von der Seite schlagen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Um den Abzug kümmere ich mich später. Das legen wir mal gerade zur Seite. So. Also in das und das Loch. Alles klar. Machen wir mal so. Ich nehme jetzt zum Durchschlagen einfach hier diese kleinen Durchbrüche an der Zange, damit ich hier sauber schlagen kann. Dann machen wir so. Dieses war der erste. Und der zweite. Jawohl. Fun Fact, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe es nur in der Theorie gesehen. Also, das ist der alte Hammer. Das ist der neue Hammer. Gut. Bevor wir den jetzt einbauen. Hier ist ein ganz klein wenig Fett dabei. Ich weiß nicht, ob das daran gehört, aber... Nee, da dürfte keine Reibung entstehen. Wir machen trotzdem ein ganz klein wenig Fett dran. Ich schneide hier also mal ganz vorsichtig eine Ecke ab. So. Wir machen hier ein ganz klein wenig Fett auf beide Seiten, um auch da die Reibung so gering wie möglich zu halten. Und ich weiß nicht, ob wir da später noch ankommen. Katze, Pfoten weg. Danke. So, das kommt jetzt so da wieder rein. Halt, von der anderen Seite. Dann nehmen wir wieder einen Stift und stecken den rein. Da stand jetzt extra, man sollte die nicht mit dem Hammer reinschlagen. Ich frage mich natürlich, versuchen wir es mal damit. Nicht mit dem Hammer. Dann machen wir doch eben so. Na, so ganz weg ist er nicht, er war weiter drin. Naja, zärtlich, komm. Steht immer noch ein wenig raus. Jo, so machen wir es. Und das gleiche Spiel hier nochmal. Etwas Fett auf die Flächen, wo später der Plunger sitzt. Okay. Den da drauf. Und ja, der ging besser. Ja, so weit, so gut. So viel zum Thema Hammer. Das hat ja schon mal funktioniert. Und jetzt müssen wir uns um den Abzug kümmern. Hier ist eine ganz kleine Feder drunter. Die da. Die wollen wir natürlich nicht verlieren. Und hier im Abzug ist eine winzig kleine Bohrung. Und in diese winzig kleine Bohrung muss die Feder. Nehmen wir sie doch mal raus. Fädeln sie einmal ein. So. Und können jetzt den Abzug so einsetzen. So steht es zumindest hier in der Beschreibung. Ja. Ja. So. Und nun reindrehen. Gut. Jetzt muss der Hammer da wieder rein. Meine Katze macht hier Blödsinn. So. Einmal so. Und es wird extra nochmal darauf hingewiesen, dass die Berührstelle
zwischen dem Abzug und dem Hammer kräftig gefettet werden soll, um da den Verschleiß zu minimieren. Okay. Außerdem muss jetzt die Feder da drauf. Schauen wir doch mal. Vorher machen wir doch erstmal noch ein wenig Öl in den Plunger, damit hier nichts trocken läuft. Ja, geht gut. Eine Achse wäre toll. Eine Achse erleichtert das doch kolossal. Oder auch nicht. So. Aha. Jawohl. Jetzt fetten wir das Ganze ein wenig. Okay. Und die Feder. Die soll man da jetzt da drauf schieben. Und jetzt da hieß nein. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Da sitzt ganz schön Dampf hinter. Aha. Irgendwas ist jetzt eingerastet. Aber die sitzt noch nicht. Korrekt. Und jetzt habe ich sie wieder draußen. Toll. So. Das rein. Das rein. Feder ist drin. Jawohl. Achsen sitzen. Dann sollte jetzt eigentlich das hier wieder drauf gehen. Ja, theoretisch. Praktisch tut es das nicht. Jetzt. Jetzt ist er eingerastet. Wir müssen nämlich auf die Achse und auf die... Also wir müssen auf die Achse, die den Hammer hält, und auf die Achse, die den Abzug hält. Magneten an Schraubenziehern sind toll, aber naja, jetzt holen wir uns da mal eine Schraube raus. Hoffen, dass uns das Ganze jetzt nicht auseinanderfliegt. Und bringen die erste Schraube wieder an. Setzen wir jetzt die andere Seite wieder drauf. Das scheint zu klappen. Das schrauben wir jetzt noch zu. Und dann hoffen wir doch mal, dass alles funktioniert. Also wenn das wirklich so einfach ist, dann könnte ich ja demnächst auch mal ein bisschen was anderes modden.
Das ist jetzt, wie gesagt, der erste Versuch, überhaupt mal einen Nerf von innen zu betrachten. Gut, zusammengesetzt. Läuft. Scheint zu funktionieren. Gar nicht schlecht. Das war jetzt also mein erstes Nerf Leistungsmodding. Und ich denke, ja, es ist wirklich so einfach, wie es in der Anleitung drin steht. Wie das Ganze dann noch von außen gemoddet wird, um ein wenig besser ins Endzeitbild zu passen, zeige ich euch dann in einem anderen Video. Aber für mein erstes Nerf-Modding, Leistungsmodding, muss ich sagen, ja, das ist wirklich etwas, was jeder machen kann. Insofern bleibt mir gewogen und wie das Ganze dann später als Neulackierung und Neuaufbau aussieht, das zeige ich euch demnächst. Bis dahin bleibt mir gewogen. Ciao!